passiert, wenn wir den einfachen und gewohnten Weg wählen. Unsere Entscheidungen bedeuten viel für die Umwelt. Warte! Macht das nicht! Diese Banane kann wichtige Nährstoffe für den Garten sein. Was machst du nach dem Fußballtraining? Ich habe Hausaufgaben. Nein, du sollst es recyceln und die Welt retten. Das wird nicht die Welt retten. Diese Wasserflasche könnte eines Tages etwas ganz Besonderes werden. Zum Beispiel eine Gabel. Ach, ich hasse diese alte Jacke. Ich will sie loswerden. Nein, wenn du sie nicht mehr magst, kannst du sie an Goodwill spenden. Oder du könntest etwas Neues aus ihr machen, wie zum Beispiel einen coolen Untersetzer. Oh, richtig. Ich denke, das mache ich. Danke. Du musst nicht die große Klimakrise lösen. Es sind die kleinen Veränderungen und persönlichen Taten, die die Umwelt und die Gesellschaft verbessern.